So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu My Time at Portia. Das ist jetzt Folge 2. Mai, hallo, wer bist du denn? Reporterin Portia Times. Ah, hallo, neuer Handwerker. Da bist du doch, oder? Das bist du doch, oder? Ein Handwerker. Ich bin Mai, ich arbeite bei der Zeitung. Wir sehen uns. Der Frühling ist da. Ich frage mich, was für Geschichten diese Jahreszeit bringen wird. So, gut. Ich will meine Werkstattlizenz bekommen. Deshalb müssen wir mal kurz diesen Steinofen zeigen. Hier, Kollege. Da. Schau sie an. Great job. Du hast bestanden. Yay. Congratulations. Danke. Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. Jetzt muss ich diese Lizenz start taking regular commissions. Registrieren. Okay. And talk with me after you register. Jetzt renne ich zum Bürgermeister. Na klasse. Okay. Wo wohnt denn der scheiß Bürgermeister? Da leuchtet doch schon was. Bist du der Bürgermeister? Bürgermeister von Portia, willkommen. Du musst Nox Neo sein. Ich bin Gael, der Bürgermeister dieser Stadt. Es ist wirklich wundervoll zu sehen. Es läuft bla bla. Ja. Ich bin hier, um meine Werkstatt zu registrieren. Sehr schön. Wie lautet der Name deiner Werkstatt? Ach scheiße, komm. Neo Workshop. Bestätigen. Bist du sicher, deine Werkstatt? Ja. Handwerkerlizenz. Neo Workshop. Nox Neo. Bla bla bla. Geburtstag. Bestätigen. Netter Name. Bitte, deine Registrierung ist abgeschlossen. Danke. Nehmen wieder eine Dorfversammlung ab, die per Post angekündigt wird. Versuche zu erscheinen, wenn du kannst. Du wirst doch nicht in die Blabla. So. Jetzt gehen wir wieder hier rein. Registrierung. So, hallo, Kollege. You're now a bona fide workshop owner. Your pa would have been so proud. Ja, mein Vater wäre stolz. Danke. Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every day on the board, over there. Hängen wir jeden Tag Aufträge an dem Fremdtor drüben? Ja. Entsprechende Geschwindigkeit und Qualität der Resultate veröffentlichen jede Woche eine Rangliste. Okay. Es gibt noch andere Werkstätten hier in Portia. Oh ja, deine Werkstatt wird die fünfte in unserem Zuständigkeitsbereich sein. Neben der Rangliste gibt es auch eine Werkstattbewertung. But don't worry. If you have your father's work ethic, you'll be number one in no time. Aber keine Sorge, wenn du Arbeitsmoral deines Vaters. Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Builders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. But some just build items and sell directly to the market. Bei einem entsprechenden Auftraggeber. Handwerker verdienen ihr Geld größtenteils durch Aufträge der Handelsgilde. Manche bauen und verkaufen aber auch Gegenstände. Das ist auch ziemlich lukrativ. Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Playing favorites, are we? Higgins. You already took one today. There are never too many commissions. Good day. Man kann nie genug Aufträge
dieser Kerl. Derzeit beste Werkstatt. Hey, Press, I got a job for you. Or not. Oder auch nicht. Was gibt's denn? What is it, Arlo? Was gibt es, Arlo? We're looking to build a bridge, to Amber Island. Wir wollen eine Brücke zur Bernsteininsel bauen. Also hat der Bürgermeister endlich das Geld aufgebracht. Gut, Jungspund, Nox Neo. Hier nimmt sich der Herausforderung an. Ja, er ist der Meinung, sie könnte eine echte Touristenattraktion werden. Mit der Gruselhöhle und so. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, use it at your assembly station. After you're done with the bridge pieces, you need to go to the designated spot and assemble the bridge. Also, and this is important, for a project as big as a bridge, you need to dive into the abandoned ruins to gather materials. We have one such ruin in Portia. It's located at the bottom of the Temple Tower. Okay. Was gibt's denn hier noch für Aufträge? Ich brauche Muschelhalsketten. Zeitlimit 5 Tage. Holzkisten. Kupferplatten fürs Restaurant. Holzkisten klingt ja gar nicht mal kompliziert. Handbuch? Nein, hier. Handbuch. Blättern wir mal. Holzkisten. Das ist die Brücke. Wassertank. Steinofen. Wassertank. Okay, Holzkiste ist irgendwie hier nicht dabei. Wobei, komm. Ich nehme einfach mal den Auftrag mit den Holzkisten an. Mission Start. So ein paar Holzkisten kriege ich doch zusammen. Und dann müssen wir uns mal demnächst in Ruhe die Stadt anschauen. So, Holzkisten. Tja, baue ich nur Holz. Sollten wir hinbekommen. Holz, Holz, Holz. Rückenkopf platzieren. Haus ist ja schon 18 Uhr. Ausdauer? Was soll das heißen? Bin ich schon müde oder wie? Nicht genug Ausdauer.
Fertigen. Holzkiste. Machen wir erstmal zwei. Bestätigen. Dann müssen wir wohl mal eine Runde schlafen. Holzbretter, jawohl. Reparieren wir mal schnell die Bude hier noch. Drei Holz. Oh Gott, ein großes Loch. 20, oh Scheiße. So viel haben wir nicht. Schlafen. Schlafen gehen, bestätigen. Ding, dong, dong. Aufwachen. Ja, Kopf tut weh. So, ich will trotzdem... Ach, Moment. Da war doch noch was. Nein, das war's nicht. Charakter. Wir hatten noch ein Level gut gemacht. Kannst du nächstes Level freischalten? Skillpunkte 1. Sammeln Kampf. Bauen doppelte Beute. Meister der Axt. Handeln. Oh, hier liegt ja schon wieder ein neues Holz. Level up, jawohl. Da können wir doch direkt nochmal anwenden. Erstmal nur die kleinen Büsche hier, oder? Probiere ich mich doch mal an so einen großen. Ich brauche eine bessere Axt, okay. Das sieht auch schon wieder nach einem Auftrag aus. Wir fertigen aber hier erstmal drei Holzkisten. So, hätten wir die Holzkisten schon mal fertig. Wie sah es aus? Muschelhalskette. Muschel und Seile. Muscheln hätte ich nicht. Was war noch? Eine Kupferplatte wurde gefordert. Oh, da haben wir das Richtige ausgewählt. Wer bist du? Hey! Hula Brothers? So, Angelroute. Hey, you're the new builder, right? Ja. I live to fish, but a big one broke my fishing rod yesterday. Kannst du mir eine neue anfertigen? Klar, gern. Oh, thank you, thank you. So, okay, dann baue ich demnächst auch mal noch eine Angelroute. Was ist hier schon wieder? Von Anthony. Hey Handwerker, am Ende der Wache benötigen wir qualifizierte Leute, um diese Produkte zu überprüfen. Damit das problemlos klappt, werden wir am Wochenende keine regulären Aufträge vergeben. Natürlich kannst du trotzdem abliefern. Okay.
Hallo, neuer Handwerker, ich möchte dich daran erinnern, dass es in Portia zurzeit zwei autorisierte Ruinen gibt, in denen du tauchen kannst. Die verlassene Ruine 1 unter der Kirche des Lichts, eine gefahrvolle Ruine Ödland und bla bla bla. Okay, von Portia. Hey, neuer Handwerker, ich habe einen mannhaften Auftrag für dich, mit dem du dich etablieren kannst. Spürst du es? Ich brauche drei Kupferklingen für ein Klingen für einige meiner Möbel und ich erwarte Macho-Qualität. Du brauchst übrigens eine Schleifmaschine, um sie herzustellen, falls du noch keine hast. Ja, alles Handwerkszeug. Wie viel Zeit habe ich denn da? Von der Zivilgruppe? Hallo Handwerker, ich wollte dir nur mitteilen, dass die Ziviltruppe von Portia einige Aufträge für dich übernehmen kann, um Materialien in gefährlichen Ruinen zu sammeln. Du kannst Aufträge auf unserem Auftragsbrett im Gebäude im Norden aushängen, bevor bla bla bla. Ja, jede Menge Post bekommen. Jetzt würde ich sagen, erstmal den Auftrag abgeben, die Holzkisten. So. Hi, Anthony. I know who you are. I'm Antoine. We'll probably be seeing each other live. Wir werden vermutlich noch öfter sehen. Hihi. Ja. Skincare is a basic right. Hautpflege ist ein Grundrecht. Ich will eigentlich meinen Auftrag abgeben. Geschenke austausch? Nee. Gebe ich den Auftrag hier ab? Ich brauche einen kleinen Stuhl. Mann hin. Okay, scheiße. Wo? Gebe ich meinen Auftrag ab? Angelrute. Das Holzkisten. Zu Hause, bitte. Okay. Karte. Wie heißt du? Russo. Karte. Okay, wir müssen hier erstmal raus. So. Cooler Kumpel. Neue Bekannte. Zivilgruppe. Mission. Alles Blumenladen. Okay, scheiße. Vor. Hier, okay. Da hinten hier einmal rum. So, mal schauen. Hi, hier bist du doch. Hey, du bist neu hier. Ich bin Russo. Das sollte passen. So, Auftrag abgeschlossen.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, nächsten Auftrag gleich mal an Land ziehen. Was gibt's denn hier? Muschelhalsketten. Ich brauche 7 Seile. Ablehnen. Ich brauche 2x kleiner Stuhl. Also Stuhl kriege ich hin. Und das können wir dann, glaube ich, auch in Ruhe morgen erledigen, oder? So, ganz schnell. Für Stuhl werde ich wohl Holz brauchen. Deshalb. Na, nicht daneben hauen. Hat jemand auf einem Pferd vorbeigeritten? Okay, hier gibt's Pferde. Ging, ging, ging. Also. Schnell das noch. Laufen wir mal nach Hause. Und jetzt gucke ich mal kurz. Laden. Gespielte Zeit. Tag 3. Der speichert immer morgens ab. Okay, dann würde ich sagen, beende ich hier erstmal diese Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.